Hallo, mein Name ist Tina Kadenbach-Blome und ich begrüße jetzt erstmal 19 Teilnehmer, ich glaube vor allen Dingen innen, zu unserem Webinar über den Beckenboden. Ich bin hier in der Asklepios Klinik Altona Chefärztin für allgemeine Gynäkologie. Das heißt nicht, dass ich gar keine Geburtshilfe mehr mache, aber so im Hauptberuf beschäftige ich mich eigentlich nur noch mit der gynäkologischen Seite unseres Fachgebiets. Und da eben vor allen Dingen mit dem Beckenboden, weil ich als meinen größten Schwerpunkt die Urogynäkologie habe. Was das ist und warum die Symptome des Beckenbodens wie Inkontinenz und Senkung nicht unbedingt automatisch zum Älterwerden dazugehören, das will ich Ihnen heute alles ein bisschen mal näher bringen. Bitte schreiben Sie in den Chat, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn kein Bild der Präsentation ist oder wenn Sie sich wundern, dass ich immer hier in den Rechte gucke und Sie meine nicht so telegene Seite sehen, weil meine telegene Seite ist eigentlich diese. Aber das Studio hier ist so aufgebaut, dass wir tatsächlich für mich zumindest falsch rumsitzen. Ich würde jetzt mal mit der Präsentation anfangen. Sie können gerne, wie gesagt, in den Chat schreiben, wenn irgendwas ist. Lustig ist auch, dass man sich als Referent hier so ein bisschen verzögert im Bildschirm sieht. Deswegen wundern Sie sich nicht, wenn ich manchmal irritiert gucke. Erstmal nochmal ein herzliches Willkommen. Jetzt müssten Sie alle die Präsentation sehen. Und als erstes, wenn ich hier nochmal drauf geklickt habe, wollte ich einmal sagen, was machen wir als Urogynäkologen überhaupt oder Urogynäkologinnen, weil bei mir in der Abteilung arbeiten nur Frauen in diesem Bereich. Wir behandeln den Dissensus, das ist die Senkung der Genitalorgane, aber auch Harn- und Stuhlinkontinenz, Patientinnen mit chronischen Blasenentzündungen, Patienten mit chronischem Beckenschmerz. Da gibt es vom 31.01. in der NDR-Mediathek, da durfte ich in der Visite, in der Sendung im NDR sein als Expertin. Und da haben wir über diesen chronischen Beckenschmerz gesprochen. Aber wir behandeln auch sexuelle Funktionsstörungen. Und ich sage immer, wir sind quasi die, die zwischen Blase, die über uns ist, und Darm, der unter uns ist, sitzen. Und wir müssen von allem eine Ahnung haben. Und wenn wir mit unserem Wissen, was Blase und Darm angeht, an die Grenzen kommen, dann können wir die Patienten aber zum Glück dann zu den spezialisierten Koloproktologen oder auch Urologen weiterschicken. Aber wir können schon eine ganze Menge. Wir versuchen halt für alle diese Patientinnen die individuelle Therapiemethode zu finden. Und wer gesehen hat, wie die Kate nach der Geburt ihres zweiten Kindes, war das, glaube ich, da auf der Treppe von dem Krankenhaus stand, angeblich 6 Stunden nach der Geburt, wird dem Beckenboden einer Frau sicherlich viel abverlangt. Wenn man sich mit dem Beckenboden beschäftigt, dann muss man erstmal einmal verstanden haben, wo das überhaupt ist, dieser Bereich und welche Muskeln und welche Kräfte da wirken. Und was ich total interessant finde, es gibt gute Untersuchungen dazu, nur weil wir als Frauen auf die Welt kommen, also sprich mit 2X-Chromosomen ausgestattet sind, haben wir schon ein 20-prozentiges Risiko, mal eine Operation wegen eines Dissensus oder einer Senkung zu bekommen. Wir haben eine fast 50-prozentige Chance oder ein Risiko, eine Harninkontinenz zu bekommen. Und das hat sicherlich die Gründe in der Anatomie. Wir haben mal im Kreißsaal zusammengesessen und wenn Sie schon vorher mal meine Seminare hier besucht haben, dann haben Sie die Folie wahrscheinlich schon mal gesehen. Also so ein Beckenboden muss ja ganz schön viel mitmachen. Ja, und gut, ich glaube, Geschlechtsverkehr ist ziemlich individuell, aber Blasenentleerung und Stuhlentleerung sind eben auch jedes Mal eine Belastung für den Beckenboden. In unseren Anatomieatlanten waren das immer die schlimmsten Seiten, weil der muskuläre Abschluss des knöchernen Beckens, wir gucken jetzt gerade von oben in das Becken hinein, das war immer mega kompliziert. Die Muskeln laufen von links nach rechts, schräg, geradeaus. Jede einzelne Abteilung der Muskeln haben eine eigene Funktion bei Defekation und Miktion, also beim Stuhlgang und beim Wasserlassen. Und das ist jetzt von der anderen Seite, diese bindegewebige, muskelartige Platte, die schließt das hier alles ganz gut ab, wie Sie sehen. Und die Verlaufsrichtungen der Muskeln haben eben, das hat alles seinen Grund.
Jetzt sieht das in dem Atlas ja so aus, als wären das so richtig krasse Muskeln, die man auch mega auftrainieren kann, schön rot gemalt. Jetzt zeige ich Ihnen mal die Wahrheit. Das ist der präparierte Beckenboden. Wir gucken wieder von oben ins Becken hinein, einer 85-jährigen Körperspenderin, die, wo einfach Sie sehen, dass die Muskulatur im Grunde genommen wie dünn ist wie Papier. Das heißt, im Laufe des Lebens lässt eben diese Muskulatur gemeinsam mit den bindegewebigen Strukturen, die da herrschen, die werden eben auch alt und die geben nach und die werden immer dünner. Nochmal ein komplizierteres Bild, nur um mal zu zeigen, dass diese ganzen Muskeln einfach in total verschiedene Richtungen laufen. Sie sehen, kann man den Pointer sehen? Ja, ne? Sie sehen hier um die Harnröhre herum Muskulaturen, die in die eine Seite gedreht sind und dann Muskeln, die aber auch von oben nach unten, was sind Bänder, die die Harnröhre zum Knochen hinziehen. Es ist tatsächlich keine einfache Anatomie. Wir haben sogar, das ist ganz kompliziert, bestimmte Theorien bei uns in der Fachrichtung, die sagen, wenn das eine Band kaputt ist, dann wirkt sich das so auf die Blase aus, dass wir immer mehr Drang haben. Wenn das andere Band in diesem hochkomplexen anatomischen Konstrukt kaputt ist, dann wirkt sich das zum Beispiel auf den Darm aus und es kann zu einem Stuhlschmieren oder Stuhlinkontinenz kommen. Diese Theorien sind gut untersucht und die geben uns aber auch die Möglichkeit, tatsächlich sehr zielgerichtet heutzutage zu therapieren. Und das, was früher war, dass eine OP alles toll gemacht hat, das gibt es heute so nicht mehr. Was sagen die Patientinnen, wenn die kommen? Ich gucke mal einmal, hier hat jemand was in den Chat geschrieben oder nein? Da steht eins. Nee, das kann ich gerade gar nicht sehen. Moment. Doof, jetzt bin ich hier unter euch, aber da ist, nee. Ah, Pointer leider nicht so, okay. Ja, hier wurde gerade gesagt, dass der Pointer nicht zu sehen ist. Ich versuche das gleich nochmal zu verbessern. Also was sind die Beckenbodensymptome, die Patientinnen berichten? Das ist im Grunde genommen alles, was wir vielleicht auch schon mal selber bemerkt haben. Stuhlentleerungsstörung, Druck nach unten, dass ein Pups mal abgeht, dass man den nicht mehr festhalten kann, dass man rezidivierende Harnwegsinfekte haben. Urgency bedeutet Drangblase, Pollakissurie bedeutet, die Patienten müssen ohne Drang auch sehr häufig auf die Toilette. Wir haben Veränderungen beim Sex, das Ganze wirkt sich bei nicht wenigen Patientinnen auch auf die Psyche aus. Und Nykturie bedeutet oft nachts auf die Toilette gehen. Also Sie sehen, das kann aber auch sein, dass die Patientin kommt und sagt, ich habe jetzt festgestellt, dass beim Fahrradfahren irgendwas auf dem Sattel scheuert. Also das Spektrum der Beschwerden ist sehr groß und es gibt Patienten, die eine sehr fortgeschrittene Senkung oder eine sehr fortgeschrittene Inkontinenz haben, die das aber überhaupt nicht schlimm finden. Und dann gibt es Patienten, bei denen einmal beim Niesen ein paar Tropfen Urin daneben gegangen sind und die kommen sofort und sagen, das kann ich überhaupt nicht ertragen. Das heißt, wir definieren ja Krankheit bei uns am Beckenboden immer so in dem Ausmaß, wie die Patientin das empfindet. Und wenn eine Patientin kommt und sagt, ich habe das und das, das stört mich aber gar nicht, dann würde ich sie natürlich niemals operieren. Vielleicht kann man ihr dann mit anderen Sachen helfen, da kommen wir noch zu. Was sind die Ursachen der Inkontinenz? Und da muss man sagen, aus diesen Ursachen her gehört dann vielleicht das Nachlassen des Halteapparats der Blase doch ein bisschen zum Älterwerden dazu. Das ist zum einen die Senkung. Es ist eben die Art der Bindegewebsfasern. Sie kennen bestimmt alle eine Freundin, die auch im hohen Alter noch ganz straff aussieht, wenig Falten hat.
Das sind aber mal die wenigsten Frauen und das sind aber die Frauen, die die guten Bindegewebsfasern bekommen haben. Und bei 85% aller Frauen sind die banalsten Bindegewebsfasern dabei und die sorgen eben dafür, dass das Gewebe immer schwächer wird. Wir haben durch den Wegfall der Östrogene ein lokales Altern auch des Genitalorgans, ebenso, dass die Muskeln schwächer werden. Dann ist zum Beispiel beim Thema der Dranginkontinenz so, viele von uns sind erzogen, geh lieber nochmal auf die Toilette, auch wenn du gar nicht musst, aber wir fahren ja jetzt 4 Stunden Auto. Und dieses auf Toilette gehen, ohne zu müssen, ist zum Beispiel ein Thema, das sollte man natürlich eigentlich nicht tun. Es gibt auch Patientinnen, die denken, sie haben einen ganz tollen Beckenboden, weil die immer während des Wasserlassens den Hahn anhalten können. Das irritiert aber den Reflex, den es braucht, um die Blase leer zu machen, so doll, dass daraus eben manchmal auch so eine Drangblase entstehen kann. Neurologische Grunderkrankungen, Gesundheitswahn, ich muss 6 Liter am Tag besonderes Wasser oder Tee trinken, kann auch zu einer Inkontinenz führen. Und natürlich, das ist dann aber schon sehr speziell, wenn die Blase selber zum Beispiel Malignom bekommt oder dass sich so Verbindungsgänge zwischen den Organen bilden, das nennt man dann Fistel nach einer Operation, das kann eben auch zu einer Inkontinenz führen. Bei uns in der Sprechstunde sind die meisten Inkontinenzformen die Belastungsinkontinenz und die Dranginkontinenz, die gucken wir uns jetzt gleich auch nochmal genauer an. Nicht unhäufig gibt es tatsächlich mittlerweile auch die sogenannte pharmakologische Inkontinenz. Viele Menschen nehmen ab einem bestimmten Alter teilweise über 10 verschiedene Tabletten am Tag und da wirkt ein nicht unerheblicher Teil auch auf die Blase. Und diese Formen der Inkontinenz müssen wir natürlich erstmal auseinanderhalten und das machen wir bei uns in der Sprechstunde, indem alle Patientinnen einen zertifizierten Fragebogen ausfüllen. Der ist 4 Seiten lang und beschäftigt sich sehr gründlich mit dem Wasserlassen, mit dem Stuhlgang, mit der Sexualität. Wir machen eine Spekulumuntersuchung, die ein bisschen anders ist als beim Frauenarzt. Das heißt, Sie müssen kneifen, Sie müssen entspannen, Sie müssen bei uns 5-mal schnell anspannen, wieder locker lassen. Wir tasten die Muskulatur ab, weil es bei vielen Patienten nach einer spontanen Geburt so eine Sollbruchstelle gibt, wo einfach die Muskelplatte an einer Seite etwas runtergesackt ist, was ein Risiko für Inkontinenz sein kann. Wir gucken uns in dem Ultraschall nicht nur die Gebärmutter an, wie das der Frauenarzt normalerweise macht, sondern wir gucken uns die Gebärmutter, der Bereich Blase, Scheide, den Bereich Darmscheide an. Wir gucken uns die Muskulatur an und wenn es sein muss, gehen wir dann auch noch in speziellere Messungen und auch eine Blasenspiegelung wird bei uns durchgeführt. Wenn wir dann eine Diagnose haben, dann gibt es immer Therapieziele, die wir formulieren. Also wir schreiben Ihnen immer auf, was ist Ihre Diagnose, was haben wir bei Ihnen für Therapieziele, welche Optionen gibt es. Dann reden wir auch über Komplikationen und Erfolgsaussichten. Wir fangen auch immer an, konservativ mit operativen Therapien zu vergleichen. Letzten Endes muss man das meines Erachtens heute tun, weil Sie als gesunder Patient kommen und einfach sehr gut aufgeklärt sein müssen über Ihre Erkrankung. Wenn wir uns überlegen, dass Inkontinenz kein Schnupfen ist, dann ist aber trotzdem die Anzahl der Frauen, die inkontinent sind, jetzt in jeglicher Form durchaus zu vergleichen, wie manchmal in den Wintermonaten Menschen an Schnupfen erkrankt sind. Und das Robert-Koch-Institut hatte tatsächlich 2007 eine große Befragung zur Inkontinenz gemacht. Wenn dieses Harninkontinenzheft jetzt nochmal rauskäme, glaube ich, wären die Zahlen auch nicht weniger. Und da zeigt sich einfach, dass die Inkontinenz der Frau deutlich vor den anderen häufigen Erkrankungen von älteren Frauen liegt. Es ist so, in Norwegen gab es mal eine Studie, die gezeigt hat, dass tatsächlich
bei 30% der Patientinnen dem 75. Lebensjahr eine signifikante störende Inkontinenz vorliegt. Und wenn man sich dieses Chart anguckt, dann muss man ganz klar sagen, sind die unter 30-Jährigen mit 10%, dass sie auch mal eine Inkontinenz haben, auch schon wirklich gut vertreten. In Deutschland ist es so, dass wir ganz viel Geld ausgeben für Inkontinenz, aber das meiste davon tatsächlich in Inkontinenzvorlagen stecken, anstatt in gute Physiotherapie, Hilfsmittel oder eben auch in Operationen. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, dass Inkontinenz zu ganz vielen Folgeerkrankungen führt, weil Patientinnen, die einen ständigen Drang haben mit einer spontanen Entleerung der Blase, die trinken nicht mehr, die schränken ihr Trinkverhalten ein, dazu kann es zu Stürzen kommen. Im Pflegeheim inkontinente Patienten, die bettlägerig sind, bekommen Hauterkrankungen und nicht zuletzt die Psyche ist da auch immer mit betroffen. Die Belastungsinkontinenz bezeichnet tatsächlich nicht die Inkontinenz bei psychischer Belastung, sondern eben die Inkontinenz bei körperlicher Belastung. Das heißt, Husten, Lachen, Niesen, einen großen Schritt gehen, dem Bus hinterherlaufen, das sind Sachen, wo dann mal ein paar Tropfen oder auch mal ein kleiner Strahl Urin oder auch mehr aus der Blase ungewollt austritt. Und das kommt daher, dass der Muskel, der den Blasenverschluss gewährleistet, dass der sozusagen nur hier am Blasenhals sitzt. Also der ist nur 1 Zentimeter. Die Harnröhre der Frau ist ungefähr 3-3,5 Zentimeter lang und nur auf 1 Zentimeter direkt unter der Blase sitzt dieser Verschlussmuskel. Und wir sehen das im Ultraschall daran, Sie sehen hier eine gefüllte Blase, das ist der schwarze Bereich und hier ist die Harnröhre und hier sehen Sie, wie sich ein Trichter öffnet in die Harnröhre hinein und das ist, wenn die Patientin presst, damit simulieren wir so den Hustenstoß und können dann einfach sagen, okay, wir sehen diese Muskelschwäche des Verschlussmuskels der Blase. Was machen wir bei Belastungsinkontinenz? Bei leichten Formen ist immer die Physiotherapie, das gezielte Beckenbodentraining zu empfehlen. Das wird aber häufig von den Frauen auch schon gemacht, bevor sie bei uns in die Sprechstunde kommen. Wenn wir einen Östrogenmangel feststellen, dann kann man lokal in der Scheide östrogenisieren. Das ist eigentlich bei all den Beschwerden, die wir in der Sprechstunde haben, immer ein Mittel der Wahl. Das sind keine Östrogene, die im ganzen Körper wirken. Gewichtsreduktion, ganz ehrlich, auch ich könnte 5 Kilo abnehmen, aber wann soll man das eigentlich machen? Also das ist ja nichts, was wir sozusagen verpflichtend den Patienten mit auf den Weg geben, aber wir können uns vorstellen, wenn man bei Belastung hustet und man wiegt 5 Kilo weniger, dann ist auch weniger Belastung auf der Blase. Ansonsten haben wir aber auch diese ganz wunderbaren Tampons, die man zum Beispiel, wenn man eine leichte Inkontinenz beim Sport hat, zum Sport verwenden kann. Und wir haben auch Pessare, das sind Silikongegenstände, die in die Scheide eingeführt werden. Und hier, dieses Pessar hat hier so einen Knubbel und der würde dann direkt unterhalb der Harnröhre liegen. Und wenn die Patientin hustet, dann wird die Harnröhre dagegen gepresst und der Urin wird eben nicht mehr so ohne weiteres verloren. Das sind die konservativen Sachen. Es gibt auch Tabletten. Das ist eigentlich ein Antidepressivum. Es wird aber, ist aber auch zugelassen dafür, dass man es bei leichter Belastungsinkontinenz verschreibt. Das muss man einfach mit den Patienten besprechen, ob sie das mal ausprobieren wollen. Wird häufig abgebrochen wegen der Nebenwirkungen. Operativ haben wir als Goldstandard eine Schlingeneinlage. Das heißt, wenn das die Harnröhre ist, hier ist die Blase, legen wir die Harnröhre in so eine Art kleine Hängematte. Und wenn dann die körperliche Belastung kommt, dann wird die Harnröhre gegen diese Schlinge gedrückt und die Patientin ist halt kontinent, obwohl der Verschlussmuskel nicht funktioniert. Dieses System wird jetzt seit 30 Jahren erfolgreich angewandt. Das bezeichnen wir als Goldstandard und das ist auch das, was man bei Belastungskontinenz in meiner Abteilung als erstes
wenn denn eine Operation vonnöten ist oder gewünscht, anbietet. Hier sehen Sie mal, wie das dann aussieht. Hier ist der Harnröhrenkatheter in der Harnröhre und hier verläuft ja nun die Harnröhre bis hier unten hin. Und hier ist das Bändchen, das ist wirklich nur 1 Zentimeter breit. Das wird dann eingelegt, die Scheidenhaut wird wieder verschlossen und im Ultraschall kann man dann wunderschön diese Hängematte hier sehen. Hier ist die Harnröhre, hier ist eben dieses Band und da haben wir ganz unfassbar viele wirklich gute Studien, eine ganz gute Datenlage zu. Ich habe nur mal in unserer größten medizinischen Datenbank geguckt, nach einer langen Nachbeobachtungszeit für dieses Kontinenzband. Und da kann man mal sehen, wie viel hier veröffentlicht wurde. Das ist schon, sind 65 Seiten mit Veröffentlichung zu dem Thema. Das ist eine der am besten untersuchtesten Methoden in der Gynäkologie und das ist der absolute Standard und eben auch sehr erfolgreich. Was es dann aber auch noch gibt, ist das sogenannte Bulkamid. Da wird unter die Schleimhaut der Harnröhre Polyacrylamid-Gemisch gespritzt. Das sieht dann aus wie so ein kleiner Ballon. Und dadurch, dass das unter der Schleimhaut ist, wird die Harnröhre gut verschlossen. Das heißt, beim Wasserlassreflex funktioniert das alles noch, aber eben beim Husten und Lassen ist dann die Harnröhre doch mehr verschlossen. Das ist nicht ganz so erfolgreich wie das Bändchen, aber für Patientinnen, bei denen eine Narkose nicht möglich ist oder die nur eine leichte Belastungsinkontinenz haben oder bei Patienten, die sehen wir leider auch, die schon dreimal ein Band hatten, was nicht gut funktioniert hat, die von aus der Peripherie kommen, da würden wir dann auch nicht das vierte Band legen, sondern eher so eine Unterspritzung machen. Hier sieht man auch nochmal, wie diese kleinen Bälle dann neben der Harnröhre liegen. Und das Problem ist, dass man das manchmal einfach nochmal machen muss, weil die dann doch ein bisschen kleiner werden und eben der Körper die auch in so eine Bindegewebshülle einbaut. Die zweite große Kontinenz von ist die Dranginkontinenz und das ist wirklich für die Patienten die absolut nervigste Inkontinenzform. Was passiert da? Die Patienten sagen, ich gehe nirgendwo mehr hin, wo ich nicht weiß, dass eine Toilette ist. Wenn ich lange Bus fahre, dann kriege ich schon Angst, dann bin ich schon so unter Druck. Und die haben einfach Erlebnisse, dass sie Drang bekommen und in dem Moment die Blase losläuft. Das ist eine Störung in der Kommunikation zwischen Blase und Gehirn und da kriegt einfach der Reflex, die Blase jetzt zu entspannen, also Wasser zu lassen, zu viel Stärke und der Reflex des Anhaltens wird eben unterdrückt. Auch hier ist die genau dieselbe Basisdiagnostik, die wir sonst auch machen. Hinzu kommt allerdings, dass sie von uns aufgefordert werden, ein Tagebuch zu führen, dass wir sie dann nochmal einbestellen und mit ihnen dieses Tagebuch besprechen. Da geht es um, wie viel haben sie getrunken, wann waren sie auf der Toilette, wann kam der Drang. Und ich sag mal, so 10% aller Patientinnen können wir schon mit dem Tagebuch überführen, weil da steht dann als Gesamttrinkmenge des Tages 4 Liter. Und dann muss ich sagen, da würde ich auch oft auf die Toilette gehen, da würde ich auch oft Drang haben. Und empfohlen sind halt ungefähr 1500 Milliliter Flüssigkeit plus das, was man durch die Nahrung zu sich nimmt. Und bei allen anderen sehen wir dann schon, okay, hier liegt wirklich ein Problem vor, weil die geht alle halbe Stunde auf Toilette, hat immer stärksten Drang. Und dann kriegen Sie leider auch immer einen Zettel von mir oder von uns, wo drauf steht, Sie haben eine Chefblase und das wird jetzt ganz schön schwierig, die zu therapieren, weil Drangblasen haben nicht nur eine Ursache. Das heißt, wir haben vielleicht eine Senkung. Das ist mit einer der häufigsten Ursachen für Drang, beziehungsweise für den Beginn einer Dranginkontinenz. Östrogenmangel. Medikamente. Viele Patienten bekommen ihre Wassertabletten, also ihre Diuretika und auch Blutdruckmedikamente machen Drang. Verschiedene Geriatrika, also Medikamente, die man im Alter nimmt, machen Drang. Dann hat das alles ja irgendwann mal angefangen. Und dann haben die Patienten natürlich damit angefangen, dem Drang zu entgehen zu wollen, indem sie noch öfter auf die Toilette gegangen sind. Dadurch hat die Blase aber sich noch öfter gemeldet.
Das ist sozusagen eine Gewöhnung, die da einsetzt. Und wir haben als Therapiemöglichkeiten verschiedene Dinge, aber das, was ich Ihnen heute mit auf den Weg geben kann, und da wird es auch einen kleinen Beitrag in der NDR-Visite am 28. Februar, wohl am Ende der Sendung geben, dass man tatsächlich den Körper kurz ablenkt. Weil, was ist wichtiger als Wasser lassen? Essen, Fortpflanzung und Sex. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie zum Beispiel diesen Haustürdrang kennen, man steckt den Schlüssel in die Tür und denkt so, jetzt muss ich aber ganz doll, dann kann man einmal gucken, irgendwas rückwärts zu rechnen oder was rückwärts zu buchstabieren. Weil buchstabieren Sie mal Drang, Inkontinenz rückwärts, da ist man schon ein bisschen deutlich irritiert. Genauso ist ein fester Druck auf die Klitoris, ein kleiner sexueller Reiz, eine Möglichkeit, sich nochmal 2 Minuten von der Blase zu erkaufen, weil einfach dieser Reflex unterbunden wird und auch so tun, als würde man etwas essen. Die Zunge an den Gaumen nehmen. Lecker. Das unterbricht eben auch ein bisschen den Reflex. Es gibt sehr gute Medikamente, die leider ein relativ großes Nebenwirkungsspektrum haben, aber da es da so viele von gibt, finden wir meistens für die Patientin das richtige Präparat, was ihr eben nicht mehr so viele Nebenwirkungen macht. Und da muss man eben auch gucken, weil diese gängigen Medikamente, die machen schon auch eine zentrale Wirkung, also im Gehirn, und die darf man eben nicht zu lange nehmen. Ein neues Medikament ist das sogenannte Betmiga. Das ist zum Glück nicht am Hirn wirksam. Allerdings darf man da nicht so viele Vorerkrankungen im Herz-Kreislauf-System haben, weil das eben manchmal so einen ganz schnellen Herzschlag macht. Man kann beide Medikamente kombinieren und man kann auch Medikament kombinieren und zusätzlich noch in die Blase Botox spritzen. Wirkt so, dass da werden einfach bestimmte Anteile in der Blasenmuskulatur gelähmt und dadurch kann die Blase sich mehr dehnen und dadurch sagt diese genervte Blase, die sich ja schon immer meldet, wenn noch gar nicht viel drin ist, einfach nicht so früh Bescheid. Das ist sicher was man, wenn man das einmal angefangen hat, erstmal eine Weile regelmäßig machen muss. Das erste Mal wiederholen wir das in der Regel nach 3 Monaten, beim zweiten Mal dauert es schon 9 Monate. Aber ich habe auch Patienten, die seit 15 Jahren einmal im Jahr zur Botox-Infiltration kommen. Die Wirkung lässt dann nämlich wieder nach. Wir machen das hier in unserem ambulanten OP und haben da schon eine große Anzahl an Patientinnen. Und das ist ein Eingriff, der dauert 5 Minuten und hat wirklich für viele Patienten eine deutliche Besserung dieses Dranggeschehens zur Folge. Bei jüngeren Patienten, die gut mit, ich sag mal, Computer und EDV umgehen können und die sozusagen das ganze Ausmaß der Bedienung begreifen, kann man eben ganz wunderbar auch einen Schrittmacher an den zentralen Nerven anbringen. Da macht man erst eine Testphase und guckt, wie die Patientin zurechtkommt und ob es überhaupt was bringt. Und dann folgt erst die Implantation des richtigen Schrittmachers. Das wird hier bei uns in der Klinik, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt, durch unsere Urologen angeboten. Das ist aber vor allen Dingen Patienten, die wirklich absolut therapierefraktär gegen Medikamente und Botox sind, sodass es zum Glück nur einen Teil der Patienten betrifft. Thema Medikamente, können Sie auch in der Liste mal gucken, Alpha-Blocker, ACE-Hemmer, Calcium-Kanal-Blocker, Diuretika sind alles Medikamente, die gängig bei der Therapie des Bluthochdrucks verwendet werden. Alle zentralgängigen, also Medikamente bei chronischen Schmerzen oder bei Depressionen, bei Rheuma-Medikamente, die alle fördern Blasensymptome. Das heißt, wenn man so 5 Medikamente auf einmal nimmt, sollte man immer das einmal überprüfen lassen, ob da nicht vielleicht 3 Medikamente sind, die zum Beispiel immer sorgen, dass nachts besonders viel Ausschwemmung ist, weswegen dann Patienten zu uns kommen und sagen, ich gehe nachts 5-mal auf die Toilette oder auch nur 3-mal, aber ich bin total zerschlagen, ich kann ja kaum mehr schlafen. Auch das bieten wir an, dass wir das einmal überprüfen. Sie sehen, von der Natur der Sache haben wir sozusagen durch die Industrialisierung den aufrechten Gang und auch dadurch, dass wir die Kinder natürlich viel später kriegen, als wir das als weibliche Säugetiere eigentlich sollten,
haben wir sozusagen unseren Beckenboden, ja, haben wir so ein bisschen uns das selber zuzuschreiben, dass der Beckenboden im Alter eben nicht mehr das alles mitmacht, was wir damit so vorhaben. Aber wir müssen es auch nicht aushalten und es ist auch nichts, was einfach so dazugehört, sondern wir haben gute Therapiemöglichkeiten bei Inkontinenz. Und wenn Sie noch können, ich mache jetzt einfach weiter, dann würde ich eben auch noch zum Thema Senkung was sagen. Das ist die Alterspyramide in 2030 und dann kann man sich vorstellen, dass es zum Thema Senkung und Inkontinenz sehr, sehr viele Patienten gibt, weil die größte Anzahl an Frauen sich dann eben im Alter zwischen 60 und 80 befinden werden. Das sind jetzt wirklich Extrembeispiele von Senkung. Wir haben eben eine Einteilung, das ist im Internationalen, gibt es eine Einteilung in Deutschland, wir benutzen immer die internationale Einteilung. Da beschreiben wir einfach den Grad der Senkung und weil man eben auch viele Studien in diesem Bereich macht, an denen wir auch teilnehmen, muss man sich auf den Standard einigen und letzten Endes ist das für die Patientin egal, ob ich ihr sage, sie hat eine Blasensenkung ersten, zweiten, dritten Grades. Wenn sie damit ein Problem hat und eine Therapie möchte, dann ist das die Entscheidung für eine Therapie und nicht welcher Grad die Senkung ist. Es sind dieselben Ursachen, die ich schon in Bezug auf den Beckenboden gesamt benannt habe. Und zur Diagnostik ist auch alles notwendig, was ich Ihnen schon mitgeteilt habe. Und auch hier gilt dieselbe Aufklärung. Was wir immer machen, ist, dass wir ganz verschiedene OP-Methoden anbieten. Da sind wir, und da muss ich einfach auch mal selbstbewusst Werbung machen, die einzige Klinik in Norddeutschland, die alle Möglichkeiten der Senkungsoperationen an einem Ort anbietet. Wir machen mit den Patienten Therapieziele, zum Beispiel diese Patientin hier, hatte als Therapieziel keine Senkung der Gebärmutter mehr, keine Inkontinenz, eine Methode mit hoher Stabilität und der Sex sollte am wenigsten nach Datenlage beeinflusst sein. Weil natürlich, wenn wir am Beckenboden operieren, kann der Sex beeinflusst sein, es kann zu Beschwerden kommen und das alles fragen wir ab und entscheiden dann halt individuell. Das ist sicherlich eine jüngere Patientin. Wenn diese Patientin jetzt, sagen wir mal, 95 wäre und keinen Sex mehr hätte, dann würde da unter Therapieziele was anderes stehen. Dann würden wir auch eine andere Methode anbieten. Auch bei der Senkungstherapie gibt es viele gute konservative Möglichkeiten. Und wenn man eine beginnende Senkung hat oder wenn man nach den Geburten irgendwann dann auch mal ein bisschen Zeit für sich findet, dann kann ich nur jeder Frau raten, lassen Sie einmal Ihren Beckenboden checken. Können Sie diese Muskulatur gut anspannen? Wenn ja, auf zum Yoga, auf zum Pilates oder gegebenenfalls auch zu einem wirklich gut angeleiteten Beckenbodentraining, weil das ist die beste Prophylaxe gegen Senkung. Auch hier spielt der Wegfall der Östrogene wieder eine große Rolle. Sagen wir eben auch oder empfehlen auch immer gerne die lokale Östrogenisierung. Oder eben auch Pessare. Es gibt ganz viele Patientinnen, denen wir ein sogenanntes Pessar, das sind diese Silikongegenstände, die Sie hier sehen, anpassen und die dann zum Wechseln, entweder die das selber wechseln täglich oder die auch zum Frauenarzt gehen. Damit kann man vielen Patienten eine Operation ja, ersparen, die eben vielleicht auch schon älter sind. Es gibt auch Patienten, die sagen, oh, ich muss jetzt noch ein Jahr arbeiten, ich will in der Zeit nicht noch ins Krankenhaus und eine Operation. Und so kriegen wir Patienten auch bis zur Operation immer ganz gut versorgt. Das sollte man in jedem Fall mal probieren. Es gibt aber auch viele Patienten, die sich nicht vorstellen können, sich jeden Tag etwas einzuführen, die schon ein Problem haben, einen Tampon zu tragen. Und auch hier ist natürlich klar, dass wir jedes Mal individuell gucken. Die Geschichte der Senkungsoperationen hat in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum eigentlich die längste Historie. Angefangen hat alles damit, dass man versucht hat, die Bindegewebsschichten wieder zusammenzuraffen. Das kann man hier in dem Bild hier unten ganz gut sehen. Da ist die Scheide eröffnet, dann wird die Bindegewebsschicht genäht und wieder verschlossen. Dann hat man leider festgestellt, dass das in 50% der Fälle nicht für immer hält. Und mittlerweile haben wir ungefähr 10 verschiedene OP-Methoden für die Senkung, vaginal, laparoskopisch,
wir dürfen im Rahmen der partizipativen Entscheidungsprozesses mit der Patientin eigentlich alles besprechen. Und da ist genau, das steht in unserer Leitlinie drin, wenn Sie in eine Sprechstunde gehen und der Arzt sagt, da machen wir das und das und bietet keine Alternativen an, erzählt nicht mehrere Methoden, dann ist das einfach nicht mehr das, was man heute tun sollte oder tun muss. Weil jede Patientin ist anders und bringt andere Voraussetzungen mit. Und von daher ist ganz klar, dass man mit Patientinnen jede Möglichkeit besprechen muss. Und wir haben, das ist mal eine Übersicht, wir können vaginal, wir können laparoskopisch minimalinvasiv, wir können das kombinieren, wir können am Roboter operieren, wir können die Gebärmutter entfernen. Wir lassen sie in den meisten Fällen drin, weil sie nichts getan hat, sondern nur gesenkt ist. Wir können einen Teil der Gebärmutter entfernen. Wir haben unheimlich viele Möglichkeiten, die natürliche Aufhängung zu imitieren. Und hier zum Beispiel sieht man mal diese vordere Raffung nochmal. Dann kann man ein totales Netz um die Scheide legen, wenn zum Beispiel ein Gesamtprolaps der Scheide nach Gebärmutterentfernung vorliegt. Wir haben gute Studienlagen zu den Netzeinlagen. Da gab es ja unwahrscheinlich viele Diskussionen, die sehr emotional geführt worden sind. Wir selber operieren im Moment an 2 Netzstudien mit. Wir haben für die Implantate, die wir verwenden, sehr gute Daten. Und hier werden alle Patienten, denen wir eine Netzimplantation empfehlen, explizit und ganz ausführlich aufgeklärt und haben, glaube ich, tatsächlich dann auch das Wissen zu sagen, alles klar, ich verstehe, warum ich das vielleicht brauche. Und tatsächlich haben wir aber auch Patienten, die extra zu uns kommen, weil sie ein Netz möchten, weil sie zum Beispiel schon mal eine Eigengewebsraffung hatten. Netze gibt es in vielen Formen. Wir haben bei uns zum Beispiel auch nur Implantate, die in deutschen Studien untersucht worden sind. Es gibt ein ganz neues Netz, das ist hier ein Vaginalpessar, das blaue mit den Perforationen. Und dieses Netz tut halt so, als wäre es ein Pessar. Das heißt, es ist nirgendwo im Becken fixiert, sondern das spannt sich alleine auf. Und das ist eine unglaublich kurze vaginale Operationszeit. Wir haben eine sehr gute Datenlage und wir kommen immer mehr dazu, dass wir so wenig Material verwenden wie nötig und gar nicht diese überbordenden Operationen mehr machen. Früher war immer die vaginale Gebärmutterentfernung mit der Raffung die eine Methode, die es gab. Und heute können wir ganz defektorientiert eben die Senkung versorgen. Hier sehen Sie, wie dieses Netz dann im Körper liegt. Gibt es sehr gute Daten zu. Und man muss einfach sagen, dass der vaginale Zugangsweg ein wirklich sehr guter Zugangsweg ist für Patientinnen, die schon viel im Bauch voroperiert sind, für ältere Damen. Wir haben überhaupt kein Risiko, anatomisch sensible Strukturen zu verletzen. Wir haben sehr, sehr geringe Wiederkehrraten mit Netz. Wenn wir allerdings ohne Netz agieren, haben wir eben Wiederkehrraten der Senkung bis 50%. Es ist ein sehr komplikationsarmer Zugangsweg. Heißt das, wir haben jetzt schon mit der vaginalen Methode alle Patienten versorgt? Das ist tatsächlich nicht so, weil wir haben heutzutage auch Patientinnen, die unter 40 sind und mit Senkung sich vorstellen. Und die würden wir dann eher nicht vaginal operieren. Und ich sage immer, die junge Patientin, das kann auch die 80-jährige Patientin sein, topfit, 3-mal die Woche Golf, 1-mal die Woche Sex. Und die alte Patientin kann auch erst 50 sein, aber ganz furchtbares Übergewicht haben, viele Erkrankungen. Also man muss immer wirklich gucken, was die Patienten individuell mitbringen. Bei den jungen Patienten sind wir eher dabei, minimalinvasiv die Gebärmutter aufzuhängen. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Implantate. Das kann man nämlich nicht ohne Implantat machen. Und wir haben die Möglichkeit, das am Roboter zu machen. Wir haben in der Leitlinie verschiedene Methoden. Auch hier gilt, wird nur eine Methode empfohlen oder diskutiert, dann muss man wahrscheinlich davon ausgehen, dass auch nur eine Methode in dem Krankenhaus durchgeführt wird und dass sozusagen auf Biegen und Brechen, egal was die Patientin mitbringt, eben diese Methode angewandt wird. Früher haben wir alles an der Wirbelsäule befestigt. Das wird heute auch noch sehr viel getan. Das ist eine einseitige Fixation.
von der wir wissen, dass sie ganz oft Probleme beim Stuhlgang nach sich zieht, dass da ganz häufig anatomische Strukturen verletzt werden als Komplikation. Dann ist ein bisschen unscharf das Bild, aber Sie sehen einfach, wir wollen hier, wir gucken von oben auf die Wirbelsäule und das sind alles Nerven und Gefäße, die genau in dem Bereich laufen, wo wir die Gebärmutter oder die Scheide befestigen wollen über ein Netz. Heutzutage gibt es andere Methoden. Bei uns zum Beispiel ist es die bilaterale Suspension nach Dubuisson. Das ist eine fixationsfreie Methode. Sie gucken hier im OP auf die Scheidenvorderwand. Hier ist noch die Gebärmutter. Hier oben wäre die Blase. Und Sie sehen, dass wir zwischen Blase und Scheide dieses Netz einbringen. Das hat eine ganz ausgezeichnete Studienlage. So sieht das dann aus, wenn das Netz drin ist. Und die Methode ärgert mich, weil ich sie nicht selber erfunden habe. Ansonsten bin ich da großer Fan, weil wir fixieren diese Ärmchen nicht. Diese Ärmchen werden nur unter dem Bauchfell im Verlauf der alten Mutterbänder eingelegt. Und die Idee ist tatsächlich, dass man die Vektorkräfte der seitlichen Bauchmuskeln, und ich wette, wenn Sie Pilates und Yoga machen, dann werden Sie wissen, was Ihre seitlichen Bauchmuskeln sind und wie wichtig die sind, weil die stützen das Becken ganz viel mehr als dieses Sixpack, was wir alle haben wollen. Und da haben wir wirklich die Möglichkeit, jede Senkung mit dieser Methode mittlerweile zu versorgen. Machen wir auch gerade noch eine Studie drüber. Und was Sie einfach mitnehmen, ist, wenn es Symptome gibt, dann haben wir immer die Möglichkeit, eine Beratung zu machen und erstmal konservativ ganz, ganz viel zu erreichen. Aber wie das so ist mit chronischen Erkrankungen, da adaptieren wir uns ja alle ganz wunderbar dran und auf einmal merkt man, Mensch, jetzt habe ich diese Senkung doch wahrscheinlich schon ein paar Jahre und irgendwann ist dann ein Punkt erreicht, wo man auch mit Training nichts mehr bewirken kann. Und dann gibt es aber sowohl für die Inkontinenz als auch für die Senkung ganz wunderbare Therapiemöglichkeiten, die in großen Zentren mit nachweislich geringen Komplikationsraten durchgeführt werden. Wenn ich jetzt ein bisschen traurig klinge, dann liegt das daran, dass wir eine riesige Sprechstunde haben und lange Wartezeiten und dass wir aufgrund des Personalmangels und des Fachkräftemangels, und das ist in jedem Krankenhaus im Moment so, tatsächlich nicht die Anzahl an Operationen anbieten können, also die Tage oder die Zeit für Operationen anbieten können, wie wir es gerne wollten. Nichtsdestotrotz sollte man sich mit Beschwerden immer an eine Spezialsprechstunde wenden. Und genau, heutzutage ist nicht mehr eine OP für alle Möglichkeiten. Immer gucken, was bringt die Patientin mit, was möchte die Patientin mit ihrem Beckenboden noch tun. Und deswegen haben wir das Glück, dass wir ganz bald das erste nach Richtlinien der Deutschen Kontinenzgesellschaft zertifizierte Beckenbodenzentrum in Hamburg werden. Da gab es jetzt wegen Corona ganz lange nicht die Möglichkeit der Zertifizierung, aber jetzt geht das hier los und ich hoffe, dass wir dann schon bald eine große Patientenveranstaltung machen in unserem neuen alten Beckenbodenzentrum. Und jetzt freue ich mich, wenn Sie mir Fragen im Chat stellen. Auf unserer Homepage können Sie auch unsere Erreichbarkeiten sehen. Und falls jemand von Ihnen einen Termin möchte, nicht erschrecken. Ich glaube, wir sind im Moment im Juni. Wir versuchen immer mehr möglich zu machen. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele Frauen und sehr, sehr viele betroffene Frauen mit Inkontinenz und Senkung. Und ich und meine Oberärztin treten eben dafür an, dass das keine Krankheit ist, über die man nicht spricht, sondern dass das einfach was ist, was man auch behandeln kann. Vielen Dank. So. Jetzt muss ich hier hinklicken. Ich habe nämlich hier eine stumme Helferin, aber das haben Sie sich bestimmt schon gedacht. Also gerne noch eine Frage im Chat. Und hier hat eine Dame geschrieben, dass bei ihr die Internetverbindung schlecht war. Ich hoffe, das war jetzt nicht bei allen so. Das kann ich natürlich hier weder beeinflussen noch sehen. D-
sind alle ganz erschlagen. Ah, hier ist eine Frage, ob man beim Wasserlassen auf Druck und Pressen verzichten soll oder ob das egal ist. Also sagen wir es mal so, natürlich ist Druck und Pressen immer eine Belastung des Beckenbodens, aber bei leichten Senkungen kann eben auch die Blasenentleerung manchmal schon ein bisschen schwieriger sein. Und da schadet es natürlich nicht, ein bisschen nachzudrücken. Aber wenn sozusagen beim Wasserlassen standardmäßig wirklich viel gedrückt werden muss, dann ist das nicht gut und dann ist das auch schon ein Hinweis, dass da eine Senkung ist. Ansonsten ist tatsächlich entspanntes Wasserlassen mit ein bisschen Zeit, und das nehmen wir uns ja für sowas eigentlich nicht, die beste Art und Weise, dass die Blase ganz von alleine ganz leer wird. Gucken wir, ob noch weitere Fragen sind. Ansonsten können wir auch noch ein bisschen hier meine Frisur angucken. Ist ja alles ganz furchtbar. Vielen Dank. Ja, ansonsten, wie gesagt, gerne zur Beratung kommen. Wir haben demnächst auch eine KV-Zulassung. Das heißt, es reicht eine einfache Überweisung bei uns in der Sprechstunde. Und dann ist hier noch eine Frage, ob Biofeedback-Geräte wie Perifit tatsächlich gegen Inkontinenz helfen können. Und da muss ich sagen, es gibt mittlerweile nicht nur das Perifit, es gibt den Elvi-Trainer, es wird eine Therapie auf so einem Magnetresonanzstuhl angeboten. Und bei leichten Formen der Inkontinenz, ich sage jetzt mal, bei voller Blase, Niesen und Husten geht ein bisschen was daneben oder in die Vorlage. Da können diese Geräte, wenn man sie konsequent anwendet und trainiert, helfen. Allerdings müssen Sie vorher einmal überprüfen lassen, ob Sie wirklich auch den Beckenboden anspannen können. Weil wenn man 200 Euro für so ein Biofeedback-Gerät ausgibt und kann nicht anspannen, dann bringt es einem nichts. Das kann die Gynäkologin überprüfen. Und man kann aber auch sogar gucken, ob man das sich nicht selber kauft, so ein Hilfsgerät, sondern dass man das auch verschrieben bekommt über die Krankenkasse. Das ist manchmal ein kleiner Kampf, aber wir haben da auch häufig schon Erfolg gehabt. Hier wird gefragt, ob die Hormonspirale ein Hindernis für eine Therapie ist. Nein, überhaupt nicht. Die, im Gegenteil, das ist ja sogar gar nicht so verkehrt. Hier steht, welche prophylaktischen Begriffe. Okay, also ich glaube, es geht einfach danach, wenn man eine Gebärmutterentfernung gehabt hat, was man dann prophylaktisch tun kann. Also grundsätzlich ist das Risiko einer Senkung nach einer totalen Gebärmuttererhöhung erhöht. Und da würde ich immer versuchen, zum Beispiel zum Sport ein Pessar zu tragen, zum Beispiel nach der Gebärmutterentfernung. Wenn man zum Sport geht oder wenn man eben einen Job hat, bei dem man viel steht, und eben Beckenbodentraining zu machen. Das wäre so meine, so wie auch man nach einer Geburt eine Rückbildung macht, muss man eben nach einer Gebärmutterentfernung sehr darauf achten, einen gut trainierten Beckenboden zu haben. So, jetzt ist es 18.48 Uhr. Das ist der Gründungsjahr meines Lieblingsfußballvereins, der gestern Abend gegen Borussia Dortmund verloren hat. Das ist ja super. Genau, um einer Senkung vorzubeugen, das hatte ich gerade erklärt. Ja, ich glaube, wir sind soweit durch. Ich wink noch mal in die Runde und hoffe, Sie hatten einen informativen Abend. Und wie gesagt, wie Sie in unsere Sprechstunde kommen, das können Sie auf der Homepage sehen oder vielleicht auch mal der einen oder anderen Freundin einen Tipp geben, weil das ist ja schon was, was auch unter Frauen gerne mal besprochen wird. Und ich kann es nur noch mal sagen, es gehört eben nicht alles zum Älterwerden dazu, beziehungsweise wenn es dazu gehören soll, dann können wir es mittlerweile gut behandeln. In diesem Sinne, ja, auf Wiedersehen.